Und da sind wir wieder zurück zu einem weiteren Part Let's Play Fußball Manager 13, unserer Karriere mit Hertha. Ja, Marcel Njeng, Transfer gescheitert, wunderbar, dann schieben wir dich schnell in die Reserve und versuchen dich nochmal zu verticken. Kann doch nicht wahr sein. Aber jetzt will keiner mehr für 750.000. Hat einfach zu teure Gehaltsvorstellungen. Oh, leckst mich doch am Arsch, ey. Kann ich ein was glatt laufen, jetzt kriege ich für den auch weniger Geld als gedacht. 750.000 wäre ein Traum gewesen. Ah, schade, schade, schade. Integrationsprobleme bei Hosogai. Ja, ich weiß nicht warum. Der müsste doch mittlerweile eigentlich Deutsch können, oder? Ist er jetzt schon, ich glaube, 3 oder 4 Jahre in Deutschland. Heinstetten ist mir scheißegal, da will ich nicht hin. Peter Niemeyer hat Trainingsziel erreicht. Müssen wir im Preis auf 650 runtergehen. Ist ja auch noch ein bisschen Geld. Vielleicht kriegen wir noch einen Spieler dafür. Und direkt in die erste Mannschaft verschieben. Denn wir brauchen hier die Leute. Jetzt ist wieder Samstag das Spiel. Alter. Hin und her, könnt ihr euch nicht entscheiden. Liga beobachten, beobachten. Beobachten, beobachten. Beobachten. Kein Camp veranstalten. Immerhin ein was. Manometer, ey. Wie geht's dir eigentlich, Hajime? Hat der denn kein, doch, der hat einen Dolmetscher. Warum bist du dann, du bist auch Stammspieler, was soll das? Alaki kann auch nicht. Kann denn keiner mit dir reden? Ich wünsche dir für die Zukunft schon mal alles Gute. Ach ja, der ist ja schon fest weg. Der andere war es, der ist noch nicht weg, war der Njeng. Obwohl es eigentlich erst umgedreht aussah. Kann denn keiner mit Hosogai reden? Ich würde von dir gern höhere Ziele sehen. Schule einen schwachen Fuß. Du hast Talent, mach was draus. Du auch so. Obwohl du uns letztens den Arsch gerettet hast im letzten Spiel. Dim, 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 dim. Gib im Training alles, Fanol. Kannst viel mehr. Iličević formschwach. Naja, dann wollen wir mal starten. Gegen Hoffenheim. Die stehen auf Platz 4, sind also richtig gut dabei in der Saison. Giuliano ist eine richtig gute Verpflichtung. Die war bestimmt auch nicht gerade billig. 5 Millionen geht noch.
Was die alle für ein Geld haben, ey, alter Schwede. Wir wollen ihnen das Leben schwer machen. Stehen immerhin auf Platz 4. Und wir müssen sehen, dass wir unten nicht in den Abstiegskampf kommen. 1-1 Tejera. Der trifft echt immer. 2-1 Alacri, sehr gut. 3-1 Alacri, wunderbar. Schrauben wir hier mal runter. Okay. In der zweiten Halbzeit verderben wir ihn endgültig die Laune. Ich will jetzt zwar vorsichtiger sein in der Formulierung, aber es sollte doch eigentlich hinhauen. Tock, tock, tock. Massieren, massieren, massieren. Jailbreak kommt raus, dafür kommt Mukhtar. Hosogai hat gelb. Und Benatira für Schulz. Baum Johann macht das 4-1, sehr gut. 4-2 ist nicht so dramatisch. Erst beim 4-3 wird es jetzt rote Karte Brafheit. Wunderbar, da sollte nichts mehr anbrennen. Wichtiger Dreier, sehr gut. Gibt uns vielleicht einen kleinen Schub nach oben. 2 Tore Alagri, sehr gut, sehr gut. Ja, ein Platz nach oben, aber wir haben hier Tuchfüllung zu Hoffenheim dadurch aufrecht erhalten. Nun gegen Leverkusen, gegen die wir dann auch im DFB-Pokal ran müssen, also ist das schon mal so ein erster Test. Aber ich glaube, sowohl in der Liga als auch im DFB-Pokal wird das ein Test, den wir so nicht bestehen können. Aber wir werden natürlich unser Bestes geben. Gucken, sehen wir vielleicht jetzt noch in diesem Part. Wir sind bei 8 Minuten noch nicht mal. 7 Minuten. Und da sollte vielleicht noch was gehen. Ja doch, das Leverkusen-Spiel unter der Woche nehmen wir auf jeden Fall mit. KSC, ja, da kann der den Jeng ruhig hinwechseln. Von euch hätte ich gern mehr Geld. Da kannst du auch von mir aus hinwechseln. Mehr Geld bitte. 650.000 ist nun wirklich ein guter Preis. Das ist wahrlich nicht teuer. Und bald haben wir auch wieder neue Marktwerte. Wunderbar. Millionär. Ich bin Millionär. Also in Berlin verdient man anscheinend nicht so schlecht. Ramos, enorme Formkrise. Lecco mio. Der scheint da auch nicht raus zu wollen. Ilicevic immer noch in der richtigen Formkrise. Schade, er hatte bisher so eine gute Saison. Was macht denn unser Lazorra so? Immer noch kein Einsatz für den HSV. Scheinbar nicht. Keinen, der zumindest gezählt wird. Achso, unter der Woche keine Gespräche, bitte. Fabian Holland, die erste Mannschaft. Wenn der Dings geht, vielleicht, aber erstmal sage ich nein. Okay, und Jane wechselt, sehr gut. Auch ins Ausland, da kann da auch nichts schief gehen. Du hast ein Trainingsziel erreicht. Nee, hast du nicht. Kannst nur nicht mehr von Clubs getragen werden. Aber einen stärkeren Hammer dafür leider nicht. Nee. Gut. So, öffne Taktik. Der, die auch als Stürmer. Kiesling verletzt, ne? Dann ist ja der gefährlichste echt der... eigentlich der Bender. Finde ich gut, dass Kiesling verletzt ist.
gib mir ein paar Chancen hier. Sechzehn Punkte, es sind fünf nach unten, das ist knapp. Hier, die stehen noch gut da. Ist okay. Los geht's. Ein Remis schaffen wir auf jeden Fall. Kommt schon. Sehr gut, Allegri. Der blüht wieder auf. Und 3-0. Alter Schwede, jetzt haben sie aber alle Form. Den freut mir. 3-0 zur Halbzeit gegen den Zweitplatzierten, ey. Alter Finne. Hier und heute gibt's nur noch den Sieg. Also ein 3-0 lassen wir uns wirklich nicht nehmen, oder Jungs? Und ich lobe auch noch Peter Pickerick. Dann kneten wir euch mal wieder durch. Und schauen mal, wen wir bringen können. Wir warten noch ein bisschen. Okay, Thomas Kraft mit einer Note 5. Okay, dann bringen wir mal unsere Talente. Schulz, Mukhtar und Talentende. Ramos nochmal, vielleicht kommt der ja wieder in Form. Ach, die haben 3-1 gemacht. Ist mir gar nicht aufgefallen. Trotzdem souveräner Sieg gegen den Tabellenzweiten. Das kann sich wirklich sehen lassen. Damit sind wir wieder auf Platz 7 hochgeschossen und haben Anschluss hier sogar an Platz 2 mit 5 Punkten. Und plötzlich haben wir statt 5, 8 Punkte Vorsprung nach unten. Also, man sieht, ein Spiel verändert hier viel. Bis auf Bayern, die auf 1 sind, ist alles noch offen. Fast so wie im realen Leben. Und wir sind wieder den Punkt dazu verdient. So. Jetzt habe ich die letzten Parts vergessen aufzuschreiben, was ich immer gemacht habe. Bitter, bitter. Das Spiel gegen Augsburg gucken wir uns im nächsten Part an, weil ich jetzt nur noch die Marktwerte anpasse und dann ist Ende. Teuerste Spieler Brooks mit 7 Millionen. Alter Finne. Wenn der mal nicht steil gegangen ist, diese Saison. In der Realität leider nicht ganz so gut. Die Verlaufskurve, Ramos 4 Millionen, Marktwert immer noch. Und wieder ein Stärkepunkt dazu. Na, immerhin. Ja, wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und sag bis zum nächsten Mal. Ciao!